In diesem kleinen Video beschäftigen wir uns mit der Frage, woher bekommen Sie Ihren Freischaltcode? Ganz einfach von uns. So, Wavi Profi 3, Sie haben ja die Möglichkeit, Wavi Profi 3 entweder einfach aus dem Internet herunterzuladen, sprich die Demo-Version, oder Sie haben natürlich eine Version bei uns erworben, in Form eines Kaufes oder einer Mietvariante, wie auch immer, und Sie haben diese installiert. Für beide Varianten gilt jetzt das gleiche Prinzip. Wavi Profi 3 wird standardmäßig immer als Demo-Version ausgeliefert. In der Menüleiste oben finden Sie den Eintrag Lizenz. Dort klicken Sie auf Freischalten und Versionswechsel. Hier stellen Sie, egal ob Sie es jetzt bereits schon erworben haben oder einfach heruntergeladen haben und sich für einen Kauf oder eine Miete entschlossen haben, stellen Sie die gewünschte Version ein, indem Sie sie einfach anklicken. Nun legen Sie fest, auf wie viele Stationen Sie Wavi Profi 3 betreiben wollen. Also natürlich im lokalen Netzwerk. So, jetzt sagen wir hier, ich habe einfach zwei PCs, die miteinander kommunizieren, wo das Wavi funktionieren soll, oder drei, ist erwischt. Dann stellen Sie halt ein, was Sie erworben haben. Nun sagen, was habe ich denn? Ich habe eine Handelsversion oder eine Textilversion oder eine Gastronomieversion. Ja, haben Sie irgendwelche optionalen Module dazu? Das klicken Sie an und klicken dann auf Übernehmen. Nun sagt Wavi Profi 3, hey, lieber Benutzer, es war kostenpflichtig. Dann klicken Sie beruhigt auf Ja, denn wenn Sie Wavi Profi 3 schon erworben haben und das eingestellt haben, was Sie erworben haben, dann kostet Sie das nichts zusätzlich. Wenn Sie natürlich die Demo-Version heruntergeladen haben und gesagt, ja, will ich haben, dann, klar, dann kostet Sie halt das, was Sie angeklickt haben. So, Versionswechsel durchführen, ja. Die neue Version steht ab dem nächsten Programmstart zur Verfügung. Hier auf OK klicken und das Programm beenden und erneut starten. Ein Versionswechsel bzw. eine Freischaltung muss mit administrativen Rechten erfolgen. Ist aber ganz einfach, Sie haben ja das Icon auf dem Bildschirm, machen einfach einen Rechtsklick drauf und sagen dann als Administrator ausführen. Die Sicherheitsmeldung oder die Sicherheitswarnung, die dann vom Windows kommt, bestätigen Sie mit Ja und führen und klicken dann einfach auf OK. Nun wird Wavi Profi 3 neu gestartet und Sie erhalten beim Starten dieses Freischaltfenster. Hier werden Sie jetzt oder haben Sie jetzt die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen wohlgemerkt, eine Freischaltnummer einzugeben. Was benötigen wir von Ihnen? Eine Installation ist immer abhängig von einer Identifikationsnummer, die wir im Vorfeld noch nicht kennen, denn diese ist computerabhängig und nur für Sie alleine gültig. Wenn Ihr PC online ist, können Sie einfach auf Freischaltnummer per Mail anfordern klicken. Oder wenn Sie sagen, nein, mein PC ist nicht mit dem Internet verbunden, klicken Sie hier auf Freischaltnummer anfordern. In der Variante 1, Freischaltnummer per E-Mail anfordern, wenn wir hier draufklicken, passiert Folgendes. Hier haben Sie die Möglichkeit, nochmal Ihre Adressdaten zu prüfen. Sie klicken auf OK und weiter. Und nun versucht Wavi Profi 3 im Hintergrund per SMTP die Freischaltanforderung Ihrerseits zu uns zu senden. Nun sagt Wavi Profi 3, hey, Freischaltnummer wurde versandt und wir bekommen dann die Freischaltung. Wie gesagt, keine Panik, Sie haben 30 Tage lang Zeit, die Freischaltnummer einzugeben. Also nicht Versionswechsel durchführen und dann innerhalb von 30 Sekunden anrufen und sagen, hey, ich brauche die Freischaltnummer. Keine Panik, 30 Tage lang haben Sie Zeit. Nur halt sehr zeitnah, immer gleich die Freischaltnummer anfordern. Das war jetzt die Mail-Variante. Wenn Sie hier sagen, ich will es per ausgedruckt haben, dann machen Sie einfach auf OK und weiter. So, wählen Ihren Drucker aus, wo es gedruckt werden soll. Und das ganze Ding wird jetzt auf Ihren Drucker ausgedruckt. Und das können Sie jetzt auf Ihr Fax legen und uns zufaxen. Solange Sie die Freischaltnummer noch nicht haben, klicken Sie ohne Probleme auf Weiter. Sie haben den vollen Funktionsumfang und zwar uneingeschränkt. Wenn Sie die Freischaltnummer von uns erhalten haben, verfahren Sie, wie zuvor erwähnt, Sie sagen ganz einfach, ich habe, oder Sie starten das Programm als Administrator und wenn Sie dann das Freischaltfenster haben, wo Sie die Freischaltnummer eingeben können, geben Sie die Freischaltnummer ein und klicken dann nicht auf Weiter, sondern auf Programm Freischalten. Wichtig! Weil wenn Sie auf Weiter klicken, wird Ihre Eingabe ignoriert.
Wenn Sie auf Programm Freischalten klicken, wird die von Ihnen eingegebene Freischaltnummer validiert, also geprüft und verifiziert und dann im System hinterlegt, so damit Wabi Profi 3 freigeschaltet ist. Ja, das war die Freischaltung, relativ einfach. Wenn Sie wissen, wie es funktioniert, machen Sie das innerhalb von 30 Sekunden.